So, boom. Ich habe euch ja dazu beauftragt, eure Körbe, die ihr jemals bekommen habt, beziehungsweise gegeben habt, eure Herzenkörbe, eine kleine Storytime dazu mal reinzuschreiben. Wir gucken uns das Ganze mal an. Bin ich mal gespannt. Wir haben gerade 29 Antworten. Deswegen schauen wir uns das Ganze mal an, was so bei euch alles abging, okay? Ja, gut. Also, ich, männlich, 14, habe ein Mädchen gesagt, dass ich einen Crush auf sie habe. Sie hat okay geantwortet. Am nächsten Tag sehe ich, wie sie mit allen anderen Jungs flirtet. Ich, männlich, 14, habe ein Mädchen Rosen gekauft. Sie ist vor der ganzen... Ich, männlich 14, habe ein Mädchen Rosen gekauft und sie vor der ganzen Klasse gefragt, um ihr meine Liebe zu zeigen und zu zeigen, dass ich alles für sie tun würde, um sie zu bekommen. Stattdessen nahm sie ihr Wasser und schüttete es auf mich und alle lachten. Ich wurde dann so wütend, dass ich die Rosen auf die Lachenden warf und weinend aus der Klasse lief. Ich erzählte das meiner Mutter und sie tröstete mich. Heute stehe ich auf Tiere und fühle mich zu Würmern gezogen. Bro, was? Erlesen ist crazy, bro. What the fuck? Erlesen ist crazy. Na. Leute, wenn ihr eure Körbe auch reinschreiben wollt, die aus dem TikTok-Stream, kommt rüber auf YouTube, Leroy for Real heißt ich da, dann könnt ihr auch eure Körbe reinschicken. Einfach auf den Discord kommen. Okay, nächstes. Ich, männlich 16, habe einer Perle Schokolade gekauft. Sie hat, hat diese jedoch weggeschmissen und mir später ein Video geschickt, wie sie betrunken mit jemand anderen rummacht. Na. Und Leute fragen sich, warum F-Boys irgendwie entstehen, Digga. L in the chat, bruh. Und Faiso, nein, brauchst du nicht, alles gut. Ich, weiblich 15, habe in der 7. Klasse meinen Crush über Handy gesagt, dass ich ihn mag. Wurde gekorbt und habe erst paar Tage danach herausgefunden, dass er nicht geschrieben hat, sondern seine Mutter sein Handy hatte und mich gekorbt hat. Warte mal, die Mutter von deinem Crush hat dich gekorbt? Na, das ist gar kein... Na, das kann schon nichts Gutes bedeuten. Wie, die Mutter hat dich gekorbt? Bro, what? Okay, W für Wahrheit und R für Lüge. Was sagen wir? W für Wahrheit oder L für Lüge? W für Wahrheit oder L für Lüge, Chat? W für Wahrheit oder L für Lüge? Meint ihr Lüge? Na, das ist crazy, bro. Gut, machen wir weiter. Ich, männlich 15, es gab damals einen Jungen in der Klasse, den ich sehr... Es gab damals einen Jungen in meiner Klasse, den ich sehr doll gemocht habe. Später bauten wir Kontakt auf. Ich äußerte mich, dass ich ihn liebe. Er meinte, er steht nicht auf Jungs. Es war doch ein Typ. Ah, das ist crazy. Ich lache nicht wegen dem. Der eine Bruder schreibt hier im Chat einfach, Bro, mit diesem Totkopf. Dieser Totkopf hat mich gerade auch... auseinandergenommen, Digga. Ich mein's ernst, ich lache nicht wegen ihm. Ich lache wegen dem Totkopf aus dem Chat. Damit das schon mal klargestellt ist. Damit das auf jeden Fall klargestellt ist. Na, das ist crazy.
Das ist crazy. Okay. Ich, männlich 16, hatte früher Kontakt mit einer Dame, die was von mir wollte. Ich habe es früher nicht gecheckt, weil ich ein kleiner Scheißer war. Hab sie vor 2 Wochen zufällig getroffen, haben geredet und ein bisschen gechillt. Hab sie dann am Abend angeschrieben, haben ein bisschen geredet, dann fragt sie mich, wieso ich ihr schreibe. Hab ihr gesagt, vielleicht kann man ein bisschen chillen. Die sagt einfach, keine Zeit, du hast mich früher gekoppt, jetzt ich dich. Dann habe ich gesagt, war nur ein Prank. Ich mag sie gar nicht. Ah, W Comeback, Digga. Na, er sagt... Es war ein Prank, sagt er. Na, das ist crazy. Das ist crazy. Aber Chat, was sagen wir? Was sagen wir? W oder R? Wahrheit oder Lüge? W für Wahrheit und R für Lüge. Was sagen wir? Dritter Prank, Bro. Ich, männlich 15, habe mal einen Crush gefragt, ob sie mit mir ins Kino will. Sie sagte, dass sie nicht nach Downgrade sucht. Was? Was? Na! F in den Chat! F in den Chat! Bro, was? Als ich in der 8. Klasse einen Crush auf ein Mädchen hatte, habe ich sie gefragt, ob sie zu mir kommen möchte. Sie sagte, ich habe Autismus und habe dann gesagt, ich habe eh einen kleinen. Ich, männlich 18 Jahre, 18 Zentimeter. Bro, what? What? Ich, weiblich und 15 Jahre alt. Als ich einem Jungen einen Korb gegeben habe, war, als ich sagte, dass er schöne Hose anhat. Er antwortet, ich habe nichts drunter. Daraufhin sagte ich, keine Sorge, da wächst noch was. Na! 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 Nein, der Bruder wird nie wieder mit einer Frau ansprechen. Ich, männlich 16, wurde von einem Mädchen gekorbt, weil ich zu klein bin. Dann habe ich angefangen, in der Schule sie als adoptiert zu beleidigen, bis irgendwann ihr Vater kam und mich fragte, woher ich das weiß. Weder ich noch das Mädchen wussten bis dahin, dass sie wirklich adoptiert ist, und danach stellte sich raus, dass sie schwanger war, aber nicht von mir. Sie war 15. What? Bro, was sind das für crazy ass Stories, Digga? What? Bruder, was, wie viele Plot-Twists hatte gerade diese Story gehabt? Wie viele Plot-Twists hatte gerade diese Story gehabt? Ich, männlich 16, hatte einmal in der 6. Klasse eine Klassenkameradin, Crush von mir, eine Valentinstagsrose geschenkt und einen Liebesbrief. Ich saß 5 Stunden dran mit allen meiner Gefühle. Am nächsten Tag wurden die Valentinstagsrosen den Leuten überreicht. Ich war richtig aufgeregt auf die Reaktion von ihr. Sie lachte vor mir, zerriss den Zettel und die Rose vor meinen Augen. Alle lachten und ich war fast am Heulen deswegen. Na, bro, das... Ey, manche Menschen haben wirklich nichts im Leben verdient, Digga. Wenn die sowas machen, Bruder, ich wünsch... Bruder, nee. Na, das... Das ist crazy. Das, L in the Chat, Digga. L in the Chat. Wirklich L, girl.
Girl. Ey, aber Chat, war es bei euch auch so, dass ihr so an Valentinstag so Rosen kaufen konntet und die anonym an Leuten innerhalb der Klasse so verschicken konntet? War es so? War es bei euch auch so? Das gab es bei uns auch, aber ich habe das, glaube ich, einmal in der 6. Klasse gemacht. Ne? Bei einem Girl aus der Parallelklasse. Das Ding ist, sie hat diese Blume gesehen und hat sich gedacht, wer hat mir diese Blume geschenkt? Aber ich glaube, sie hätte mich ausgelacht zu dem Zeitpunkt, deswegen habe ich nicht gesagt, dass die Blume von mir kommt. Und seitdem habe ich es nie wieder mehr gemacht. Ja, Mädchen schicken sich gegenseitig. Ja, das sind halt typisch gehört so. Leute, alle, die hier drin sind, Livestream liken. Sehr wichtig, den Livestream zu liken. Ja, es ist sehr wichtig, den Livestream zu liken. Deswegen, alle liken. Digga, hier unten steht, gib's mir, Lira, hab dir 1 Euro gespendet. Das ist crazy, bro. Seht mal zu, dass es weggeht, Digga. Warum heißt der überhaupt? Warum heißt man überhaupt so? Bro. Okay, gut. Nächste. Ich, männlich 15, hatte mit einem Mädchen 2 Monate Kontakt. Wir haben uns beide geliebt. Hab danach auf WhatsApp-Nummer gefragt. Sie hat nicht gegeben. Als ich gefragt habe, ob wir zusammen sein könnten, meinte sie, mir egal, sag du. Das ist eine typische Frau. Mir egal, sag du. Entscheid du. Na, sie sagt einfach, mir egal. Bro, what? So, ich meine, ich 16, als ich 10 und in die 5. Klasse ging, hatte ich Crush auf ein Mädchen, weswegen ich probierte, immer unauffällig in ihrer Nähe zu sein, um mit ihr manchmal zu reden. Sie war auch gut nett zu mir. In Politik hatten wir die Aufgabe, jeden in der Klasse einen Brief mit einem Satz oder so anonym zu schreiben. Sie hat mir geschrieben, dass ich immer in der Nähe bin und es unheimlich ist. Ich habe es an der Schrift erkannt, dass sie es war. Hab mich seitdem von ihr ferngehalten. Nein! Ich, männlich 18, habe ein Girl auf Instagram mit einem Rissbruch angesprochen. Daraufhin habe ich ihr Profil nicht mehr gefunden. Dachte, sie hat mich blockiert, aber habe mit dem zweiten Account geguckt. Sie hat ihr Profil einfach gelöscht. Chat, das stimmt ein... Was? Digga, das, was ich gelesen habe, stimmt einfach. Na, ey, jetzt würde ich gerne wissen, was für ein Rissbruch das war. Dass sie ihr ganzes Insta-Profil gelöscht hat. Bro hat einfach den, keine Ahnung, Offensive Risk gemacht? Bro, was? Meine Kollegen haben mich dazu ermutigt, ein Girl auf dem Festival anzusprechen. Sie kann nur, nein, kein Interesse sagen, meinten sie. Ich habe sie angesprochen und ich wurde von ihrer Girls-Gruppe komplett ausgelacht. Habe nicht mal ein Ja oder Nein bekommen. Nein. Junge, was für ein Leser, Mann! Chillt doch! Digga, ich... Ey, Chat, seid mal ehrlich. Bin ich schlecht im Lesen? Lese ich schlecht? 1 für Ja, 2 für Nein? Lese ich schlecht? 1 für Ja, 2 für Nein? Nein, ey, Chat, guck mal, wisst ihr, was das Ding an mir ist? Ich hab manchmal einfach irgendwelche Blockaden in mein Hirn, Digga. Ich sag euch ehrlich, ich lese irgendwas, ich sehe dann was und auf einmal vertausche ich das Wort einfach. Ich weiß auch nicht. Okay, ich, männlich 21, habe ein Mädchen im Club gesagt, dass ich schwul bin, damit sie mich in Ruhe lässt. Daraufhin hat die mich mit ihrer besten Freundin rummachen sehen. Die war wenigstens ein Brett, no cap. Die ganze Sexualität vortäuschen? Bruder, ich glaube, das ist der schlimmste Korb. Ich glaube, das ist wirklich der schlimmste Korb, Digga.
die ganze Sexualität vortäuschen, damit ich eine Person in Ruhe lässt. Das ist kein Korb, das ist normal. Bro, ist der Rizzler? Na! POV SV. Oh my God! Na, das ist mad! Na, das ist crazy! Ich, männlich 13, habe ein hässliches Mädchen gekorbt. Ich wusste, dass sie einen Crush auf mich hat. Und an einem Tag in der Pause hat sie nach einer Umarmung gefragt. Ich habe sie ignoriert und bin zu meinen Freunden gegangen. Fühle mich irgendwie schlecht. Ja, so, die Umarmung hättest du geben können. G, sag ich dir ehrlich. Das ist jetzt eine ekelhafte Situation für sie erschaffen, aber man muss auch nicht mitten auf dem Pausenhof irgendwie Leute umarmen, wenn man nicht weiß, dass die Umarmung nicht safe ist. So, weißt du, wie ich meine? Deswegen würde ich sagen, Alpha, Dobby oder R-Chat, was sagen wir? Was sagen wir zu seiner Aktion? Dobby oder R-Chat? Dobby-Aktion oder R-Chat? Dobby-Aktion oder R-Chat? Was sagen wir dazu? Was sagen wir zu der Aktion? Dobby oder R? Ich, männlich 17, habe jemandem gesagt, dass ich sie mag, hat Danke gesagt und seitdem ist es mir unangenehm, sie in der Schule zu sehen, weil sie mich immer mit ihren Freunden anguckt. Bruder, stell mal vor, du sagst zu jemandem, ich liebe dich und sie sagt einfach Danke. Ich, männlich 19, hab in der 5. mein Crush gesimt, nur da mit sie. Oder was ist das für. Ja, wisst ihr das genau? Das ist der Zeitpunkt, wo ich aufhöre, weil ich nicht mir dieses Broke-Ass-Deutsch geben will und selber dann an meinen Deutschkenntnissen zweifeln möchte, okay? Will ich nicht. Will ich wirklich nicht.